da die Musikspur übersteuert war. Ich kann nicht mehr genau nachvollziehen, wieso das passiert ist. Man möge mir das verzeihen. Ja, jetzt wird der Film nochmal quasi mit neuer Musikspur gezeigt. Viel Spaß beim Zusehen. Am 13.06.2023 war morgens herrliches Wetter. Ich wollte mal wieder in Gernsheimer Hafen die Drohne steigen lassen. Also direkt im Hafen geht das ja nicht. Ein schöner Platz ist zum Beispiel im Europapark. Damit es beim Fliegen keine Probleme gibt, sehe ich erstmal in meine UAV Forstcars App und später in die Drohnik. Jeder, der mit dem Drohnenfliegen beginnt, rate ich dringend, sich diese zwei Apps herunterzuladen. Also das ist eine ganz wichtige Sache, weil Flugsicherheit ist alles. Wenn der Punkt grün ist, darf ich fliegen, und wenn der Punkt rot ist, so wie hier vor dem Fährhaus, ist das nicht möglich. Es ist ganz wichtig, dass man dies beachtet. Ich bin ja am höchsten Punkt des Rheinparks aufgestiegen und man kann nach wenigen Metern schon sehen, dass man hier oben eine super, super Aussicht hat. Da hinten ist übrigens der Eicher See zu sehen. Es ist ein Baggersee, der Zugang zum Rhein hat. Die Wasserqualität dort ist super. Man kann dort segeln, surfen und angeln. Auch sind dort Lokalitäten vorhanden. Also alles in allem ein schönes Ausflugsziel. Hier sieht man direkt auf die Fähranlegestelle. Wenn man von einer Seite zur anderen fährt, kommt man in ein anderes Bundesland. Also hier ist Hessen, drüben ist Rheinland-Pfalz. Noch eine Besonderheit: die Fähre ist derzeit die längste Fähre auf dem Rhein. Ach ja, noch ein Superlativ: Hessen hat nur einen Rheinhafen. Und wo befindet er sich? Natürlich in Gernsheim. Schon in Römerzeiten gab es hier sicherlich einen Hafen. So wie es aussieht, geht es mit dem Ausbau der Hafenspitze voran. Das ist auch sehr wichtig, denn Anfang August findet hier das Rheinische Fischerfest statt. Das Rheinische Fischerfest gibt es seit 1949. Man fragt sich jetzt, wieso ist das entstanden? Ja, die Rheinfischer und die Hobbyangler waren zerstritten. Um wieder Ruhe reinzubringen und sich zu vertragen, hat man gedacht, ne, dann fangen wir an und feiern. Hieraus ist dann das Fischerfest entstanden. Und ohne Übertreibung kann man sagen, das Fischerfest ist eines der schönsten Feste in Südhessen. Es findet immer Anfang August statt. Dieses Jahr ist es vom 3.8. bis zum 7.8. Hier unten übrigens die große grüne Fläche ist auch ein Parkplatz, der beim Fischerfest zum Einsatz kommt. Die schöne Kirche mit dem Zwiebelturm ist die katholische Kirche Maria Magdalena. Thank you.
Im Hintergrund sieht man das Kiesloch, das ist ein Badesee, und im Vordergrund ist das bekannte Hundevereinsgelände. Im Advent sind hier viele Dinge ausgestellt und das Ganze ist illuminiert. Es kommt sehr gut an, von weit her kommen Leute mit ihren Kindern, um sich das anzusehen. Der Eintritt dort ist frei, aber man freut sich, wenn etwas gespendet wird, denn diese Spenden kommen wohltätigen Zwecken zugute. Die Straße, die man hier unten sieht, ist die sogenannte NATO-Straße. Sie endet direkt am Rhein. Wenn man hier ein Stück weiter Richtung Worms fährt, in der Höhe von Hamm, ist die Stelle, in der der berüchtigte Räuberhauptmann Schinderhannes sich mit seinen Spießgesellen in einem Narren hat übersetzen lassen. Vor der Rheinbegradigung war dies leicht möglich, es gab keine große Fließgeschwindigkeit. Ja, und es war eigentlich gemächlich, hier rübergesetzt zu werden. Ja, für den Schinderhannes war das Ganze fast ein Geschäftsmodell geworden. Auf der anderen Rheinseite, das war Frankreich, also von Franzosen besetzt. Und auf unserer Seite war das Großherzogtum Hessen. Um sich der Strafverfolgung zu entziehen, musste der Räuber sich eigentlich nur über den Rhein fahren lassen und da wurde er nicht mehr verfolgt. Auf unserer Seite ist er oftmals nach Kleinrohrheim gekommen. Dort gab es eine Gaststätte, dort hat er sich wohlgefühlt und hat mit seinen Kameraden gefeiert. Um nicht aufzufallen, war natürlich der Räuberhauptmann nicht mit seiner gesamten Bande unterwegs. Es waren immer nur Spezialisten, die ihn folgten, wenn irgendwelche Dinge gedreht wurden. Insgesamt umfasste die Räuberbande 61 Personen. Er wurde mehrmals verhaftet, ist aber immer wieder ausgebrochen. Das ging so lange gut, bis er in Mainz inhaftiert wurde. Dort konnte er sich nicht mehr befreien. Schinderhannes hatte man den Prozess gemacht, das heißt 19 seiner Spießgesellen und er wurden am 20. November 1809 öffentlich auf der Guillotine enthauptet. 20 seiner Räuber wurden zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt und der letzte Rest hatte Glück, wurde freigesprochen. Der Fährmann, der den Schinderhannes immer mit den Narren befördert hat, war ein gewisser Seibel, der in Hamm wohnte. Sein Haus wurde vor Jahren verkauft. Die Familie, die jetzt hier in dem Haus wohnt, hat eine Tafel an dem Haus anbringen lassen. Vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Bleibt alle gesund und tschüss.